So ganz kurz mal zusammengefasst, korrigiert mich, falsch liegen sollte. Meine Prediction ist, dass so Spieler wie Mbabu, Lacroix langfristig bleiben oder sinken und Spieler, die wirklich krass sind, wie, also ich sage mal, Spieler ab 50.000 werden steigen. Alle unter 50.000 und low-rated, meiner Meinung nach, werden sinken oder bleiben gleich. Schreib mal gerne rein, Football Master, wenn du zum Beispiel ein bisschen Ahnung hast oder ein anderer, der hier Trader ist. Das ist meine Meinung. Deswegen würde ich zum Beispiel, ich bin mir nicht sicher, wenn, ob ja, so ein Lacroix so krass steigen wird, weil alle sagen, boah, der ist so krass. Wenn er sich natürlich in-game rausstellt, dass er der größte Motherfucker ist, dann wird er steigen, klar. Wenn er sagt, boah, der spielt sich wie Maldini, Optimus Prime, klar, dann wird er steigen, egal wie oft er gezogen wird. Aber wenn er, wenn er sich rausstellt, er spielt sich wie Joe Gomez, ja, und wird noch öfters gezogen als Joe Gomez, dann wird er sinken, weil keiner spielt Bundesliga-Team. Keiner wird ein Bundesliga-Team spielen, weißt du? Oder wenige, sag ich mal. Alles richtig? Ja! Alles richtig, guck, ich bin der Trainer-Boss. Okay, wir gehen rein, Chat. Wir gehen rein jetzt. Ich habe jetzt Rewards für euch am Start. Okay, Elite 1, bitte. Weh, ich habe nicht Elite 1 geholt. 250 KFX. Boah, die müssen scheppern, Jungs. 250er, Junge. 26.000 Münzen nochmal oben drauf. Okay, Chat, 250er. Komm, bitte, EA. Habe ich noch hier so ein Dings? Vorschau-Pack? Ne. Wann läuft der aus? In 2 Stunden, okay. Okay, erster 50er, komm. Ersten ETL 1 Rewards in FIFA 22. Oh, bitte. Gib was, gib was. Ja, ja. Oh, fuck you, man. Was ein billiger Walkout. Ich kann vielleicht was dahinter, aber was ein billiger Walkout. Ich dachte schon, ich dachte, das wäre mit Matthäus gewesen oder Crespo von der Seite. Oh, man. Bitte was dahinter? Oh! Was zur Hölle? Oh mein Gott! 300 Kamera! Ey, what the fuck, Junge? Wie viel kostet 300k? Ey, was? Oh. 320k, Junge. Auf der RTG-Chat, genau, richtig, das ist auf der RTG. Oh mein Gott, wow. Okay, das ist echt lucky. Und noch in Inform. Oh. Oh. What the fuck? Digga. Ey, was zur Hölle, Chat? Ja, ein Pack haben wir noch, Chat. Ein Pack, egal was jetzt kommt. Bin jetzt schon zufrieden. Ganz ehrlich, ihr habt ja gehört, was ich gesagt habe. Mit einem 20k-Spieler wäre ich schon zufrieden gewesen. Die geben mir direkt einen 300k-Spieler. Ach du Kacke. Hilfe, Mann. Okay, komm. Jetzt egal, Jungs. Wenn nichts kommt, kommt nichts. Kein Walkout. Ah, okay, ist Müll. Okay, das ist absolut Müll. Das ist absolut Trash. Aber ist okay. Das ist okay. Das ist anders okay. Ist okay, Jungs. Wir machen weiter. Die Squad Battles Rewards haben anders gegönnt. Hat sich der Grind auf Elite 1 gelohnt. Waran haben wir gezogen. Wir haben direkt eingebaut. Wir haben ein neues Team auch noch gebaut. Das werdet ihr jetzt gleich sehen. Wir sind in Division 9. Wir brauchen, soweit ich sehen kann, 2 Siege für Division 8. Wir versuchen heute mal in Division 7 zu kommen. Ich habe jetzt nicht weitergespielt privat, sondern im letzten Stream habe ich aufgehört. Und heute so spielen wir weiter. Das ist das Team, was ich für heute gebaut habe. Das ist ein anders krasses Schwitzer-Team, aber auch zeitgleich ein Investment-Team. Ich gehe davon aus, dass sie nicht mehr so krass steigen werden, die Tage, aber vielleicht minimal. Das ist da am Ende des Tages für mich ein Win-Win, weil ich habe ein krasses Team für Rivals grinden und ich kann die für minimalen Profit dann die Tage verkaufen. Ich persönlich, wenn ihr investiert habt, ist meine Prediction, dass heute der Markt ein bisschen runtergeht, vielleicht auch gar nicht mehr, aber vielleicht einen kleinen Dip und dann zieht er ein bisschen an bis zum kurz vom 1. Oktober. Ich glaube, beim 1. Oktober wird es wieder einen Dip geben, weil dann die ganzen neuen Leute kommen, Packs öffnen, bla 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 und dann bis zum 1. Juli nur noch steigen. Die krassen Karten. Ich rede von den krassen Karten. Ich persönlich, wenn ihr investiert, würde ich in die krassen Karten investieren und nicht in die low-rated OP-Spieler, die, ich würde sagen, ab 20, 30k, die Spieler sind eigentlich safe. Drunter wird wahrscheinlich, wird ihr da, ja, ist schwierig. So. Ja, das ist das Team, Jungs. Wir haben krass eingekauft, wir waren gezogen, wir haben Cancelo uns gegönnt, Kimbembe, Theo Hernandez, Martial, Werner, Lukaku, Havertz und Allen. Wir werden die mal heute testen. Das ist wirklich Sweat, Sweat, Sweat. Das Team ist, glaube ich, um die 800k wert. Ist schon krass eigentlich. Bisschen Packlack haben wir natürlich gehabt. Die beiden machen 450k aus. Aber dass wir jetzt schon ein 800k-Team haben, ist schon gestört. Dann würde ich sagen, gehen wir rein.
Oh, das Team, außer Lukaku, nicht so krass. Ich persönlich kann gar nicht glauben, dass er so krass ist, weil er so fett ist, ey. Ich hasse eigentlich fette Spieler in FIFA. Timo Werner, mach ihn jetzt. Oh, okay, let's go. Lukaku? Komm, Lukaku, komm, Lukaku. Oh, 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 Lukaku. Oh mein Gott, oh, oh mein Gott. Lukaku ist doch overpowered as fuck. Jetzt weiß ich, warum alle sagen, dass er krass ist. Oh mein Gott, Lukaku. Junge, der braucht Messi, wenn man Lukaku hat, Digga. Okay, nächster Gegner für den Aufsieg. Er hat ein absolutes Starterteam. Er hat PP, das erste Mal, dass ich PP sehe. Havertz. Finish. Oh, Werner, Mann, du fucking... Digga. Varan, dafür habe ich dich gezogen, Digga. 300k. Box die alle um, Alter. Big Roman. Ey, Roman, Lukaku, was ein Touch. Alter, was ist das für ein schlechter Touch von Lukaku? Jetzt bitte. Oh mein Gott. Wow! 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 Krasser Pass von Werner, Mann. Und Lukaku ist wieder fast verkackt, aber. Oh! I'm done, Chat. I'm done, man. Selbst Martial kann die Finesse. Jeder kann die, guck Chat, jeder kann die Finesse. Das ist zu stark, okay, Bruno Fernandes geht fit, weil er hat 90 Finesse. Flachschüsse habe ich auch gelernt, Chat. Ne, nicht tauschbar, was ist das? 6 Gold, 3 selten. Boah, stell mal vor, jetzt hier nochmal ein Walkout. Oh, oh, oh. Oh, man. Oh mein Gott, stell dir mal vor, da wäre jetzt Salah drin gewesen oder sowas. Oh. Dzeko, Digga. Oh! Let's go! Ey, nicht abstoßen, ich hab den Adama gezogen noch. Ey, ich hab diese andere Packluck heute. Wir gehen rein. Uff, ja. Gomez und Jesus habe ich gesehen. Varane, bis jetzt finde ich ihn gar nicht mal so krass für den Preis. Bin ich ehrlich mit euch. Ich finde Kembembe sogar fast besser, Digga. Fuck, 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 ah, ja! Komm, hol doch jetzt! Spiel! Ey, es laggt! Glück gehabt, Digga. Oh, ne Finesse! Ne Finesse ist so kaputt, Chat. Werner, mach ihn. Mach ihn, Werner, mach ihn. Flachschuss, Flachschuss, Chat. Division 8, meinte ich. Ja, Division 8, wir sind drin, Chat. Wir sind drin. Okay, nächstes Spiel. In Division 8. Oh mein Gott, da sieht man. Oh mein Gott, der Messi, Chat. Digga, Division 8 direkt nur Crackheads oder was? Komm, Lukaku, bitte. Oh mein Gott, Big Lukaku. Big Lukaku! Alter. Digga, Timo Werner, ey Jungs, direkt verkaufen beide. Werner und Lukaku direkt weg. Gottlos, Alter. Jawoll, jawoll. Digga, hat so ein Glück. Digga, so ein Lag der Gegner, Mann. Stark, komm, Bruno. Lukaku so langsam, oh mein fucking Gott. Digga. Hat er gut gemacht, scheiße. Fuck, hat er gut gemacht, Mann. Ist einfach ausgekontert, Digga. Digga, guck mal, Lukaku. Okay, Chat, dann Salah, Vinicius Junior, Kimmich oder Saar. Da wäre ich zufrieden. Come on, EA. Come on, gönn. Ey, das Schlimme ist... Wisst ihr, was das Schlimme ist? Ich hab den schon untrade, Digga. Ey, das gibt's nicht. Ich hab den sogar schon untrade. Ich hab den Mackes schon untrade, man.
Okay, wir gehen ein bisschen rein in die nächsten Spiele, Chat. Müssen gewinnen jetzt. Ja, mal. Oh nein, plus. Ah, oh, es sind zwei Gegner, Chat. Oh, ich habe nicht aufgepasst. Mané. Okay, Team ist nicht so krass. Nein, müssen mich verarschen. Okay, Bembe, wo ist dein Pace? Dicker! Was ist das? What the fuck? Rodrigo, Mann! Kostet fucking 4000! Was sagst du, Noruma? So bad! Lukaku, du kleiner Bastard. Komm, Lukaku. Lukaku, Mann! Was kannst du denn, wenn du nicht mal schießen kannst? Digga, der nimmt die Hand sogar nach hinten, Digga. Das ist DDA. 100% ist das DDA-Chat. Guck dir mal, er nimmt den Hand. Guck mal, der geht sogar mit der Hand nach hinten. Ach, du Kacke, was ist das denn für ein Team? In Division 8 sind wirklich krasse Teams unterwegs. Let's go, endlich, Mann. Uff, man darf sich gar nicht drehen mit dem linken Stick, ey. Es geht gar nicht dieses Jahr mit dem linken Stick drehen. Harvard hat 5 Stellen Bifurt, oder? Ja, so ein AIDS-Tor. Scheiße. Jetzt aber komm, Werner. Komm, Werner. Komm, Werner. Jawoll. So driven stark. Korea? Korea war stark, ja, stimmt. Okay, nice. Nice, Rage Quit. Alter, Vinicius Junior, Junge, hat er schon. Alter, was für ein kranke Abwehr, Junge. Division 8 sind ja nur verrückte Leute am Start, ey. Ja, oh, Junge. Flachschüsse sind es, Jungs. Sag ich, hab ich gesagt, Flachschüsse sind es. It's not a pen, Mann. Der hat das ganze Spiel keinen Schuss gehabt. Und wieder jetzt mit so einem Luck-Shit macht er das Tor jetzt. Real Talk is not a pen, Bro. It's not a pen. Kimbembe, bitte. Fuck. Jetzt der Chat. Unentschieden, egal. Team war zu schlecht. Das Team war zu schlecht, Digga, dass ich da irgendwas reißen konnte. Division 8 ist echt schwierig momentan. Also, weißt du, schlecht. Die Spieler passen einfach nicht zu mir. Wieder 12, guck mal, wieder 12 zu 5 Schüsse und wieder nur 1-1-1. Weil ich vorne keine Tore schießen kann mit den Spielern, die ich habe. Die sind einfach wirklich, die passen nicht zu mir. Okay, wir gehen rein. Donnarumma, bin ich ehrlich mit euch, hält und spielt wie jeder andere Torwart. Der kostet nur zu viel wegen der Verlinkung. Bin ich ehrlich mit euch. Hat jetzt nicht schlechter und nicht besser gehalten als Lloris. Cancelo war okay, fand aber trotzdem nicht so krass. Wahrscheinlich war ein Bissaka. Ist ja genauso gut, aber günstiger sogar. Varane war gut, aber wenn man überlegt, dass er 330k kostet, war dann wieder nicht so gut. Preis-Leistung schlecht, spielerisch in-game, aber sehr, sehr gut. Kimbembe für mich der beste Spieler in-game heute gewesen. Richtig krass. Den habe ich für 34.000 geholt. Der ist, glaube ich, jetzt über 40.000 gestiegen schon, weil Leute merken, der ist krass. Die ist das. Wirklich, hat sich genauso gut, wenn nicht sogar besser als Varane gespielt. Viel zu günstig, meiner Meinung nach. Der war wirklich der Beste heute in dem Team. Gestört. Theo Hernandez, bin ich ehrlich mit euch, habe ich nicht so viel gemerkt. Könnt ihr wahrscheinlich auch fast jede andere Karte spielen. War okay, aber war auch nicht gut. Also Preis-Leistung eher auch schlecht. Martial von den Offensiven hat mir am besten gefallen. Sehr, sehr geil. Geile Finesse-Shots, geile Runs. Guter Finish für den Preis auch noch sehr, sehr gut. Preis-Leistung sehr, sehr gut. Werner, absolut Dogshit. 40.000, ganz ehrlich. War okay, kann halbwegs schießen, ist auch schnell. Aber mehr kommt da nichts, ganz ehrlich. Hätte ich Martial im Sturm gespielt, hätte er genauso viele Tore gemacht, wenn nicht sogar mehr. Lukaku mit Werner, für mich persönlich die größte Enttäuschung. Klar steht da 5 Tore Teil Vorlagen, aber ich habe die beiden als Doppelstürmer gespielt. Natürlich muss ich mit irgendjemandem Tore schießen. Für den Preis fand ich ihn richtig schlecht. Sehr unbeweglich, langsam. Der Antritt ist katastrophal, der Antritt. 91 Antritt, ja, auf den fetten Körper bringt dann auch nichts. Fand ihn richtig schlecht, Abschluss nicht stark genug. Finesse-Shots waren nicht schlecht, muss ich sagen. Aber passt einfach nicht so mein Spielstil. Und Havertz war auch, ja, so lala. War okay, aber war auch nichts Besonderes. Hat auch nur 8k gekostet. Allen fand ich ganz nice. Ja, den fand ich echt gut, Allen, auf der 6. Hat sehr gut gespielt, sehr gut gefallen. Ja. Am Ende des Tages sind wir leider nur in Division 8 geblieben. Aber wir haben wenigstens heute Varane gezogen. Ist auch schon ein Big Win.